Moin zusammen, meine Freunde, ich grüße euch zum Video. Wir machen mal wieder einen aktuellen Status. Zwei, drei Kleinigkeiten haben sich hier ergeben. Wir sehen das. Einschallung der Treppe läuft auf Hochtouren. So sieht das Ganze jetzt hier gemacht aus. Bam, 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 bam. Stufe für Stufe. Wir gehen gleich natürlich auch mal nach oben und gucken uns das Ganze genau an. Jetzt sehen wir das hier. Erstmal von unten aus. So. Interessant ist natürlich auch noch, wie sieht es denn hier unten aus? Ist das von der Schalung her soweit richtig? Wir sehen, dass hier ein bisschen was gemacht wurde. Hier eine Stütze, hier ist Brett, da sind ein paar Bretter und hier im unteren Bereich. Weil in der Wand konnte ich nicht feststellen, dass er jetzt irgendwie... Da gibt es nämlich von Schöpp, glaube ich, ist es auch so eine Möglichkeit, das Ganze zu befestigen. Aber das Ganze ist hier so bewerkstelligt worden. Zack, zack. Für meine eigene Doku filme ich es natürlich jetzt auch nochmal ganz ausführlich komplett mit. Und da seht ihr das, da haben sie es da gemacht. Und dann hier oben drauf die Balken, beziehungsweise da drauf wiederum die Bretter. So sieht das aus. So. Was mir auch noch richtig Kopfschmerzen bereitet, nebenbei das, ne? Der Riss in der Decke. Also ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den noch in Erinnerung habt. Für meine Erinnerung, der kommt mir größer vor, als ob der am Wachsen ist. Ins Wachsen, so dass er mehr Druck von oben jetzt bekommt durch das ganze Gewicht, was drauf ist. Und es ist ja das Dach noch nicht mal drauf, ne? Das muss man ja dazu sagen. Dementsprechend, also hier muss auf jeden Fall noch geprüft werden, ob das denn so geht oder ob hier noch Probleme auftauchen. Das ist noch fraglich. Ganz klar. Und nimm den auch zur Loco jetzt hier nochmal hin und drück komplett auf. Also beruhigend ist das nicht. Und dann, wenn wir hier zum Garten hinteren Bereich kommen, seht ihr das? Hier liegen jede Menge, also wirklich ganz, ganz, ganz viele Porenbetonsteine. Die ganz zahlreichen Reste hier. Woran liegt das? Die sind natürlich dabei, das hatte ich ja auch in einem der letzteren Videos angekündigt, dass da bei dem Träger nämlich alles rausgebrochen werden muss, damit die Dämmung von dieser Seite hier und von der anderen Seite eingesetzt werden kann. Das gucken wir uns aber von oben nochmal genau an. Das ist eine Sisyphus-Arbeit, wie man so schön sagt. Die ganzen Steine hier, alles rauskloppen. Also, das hätte man sich alles sparen können. Oben angekommen sieht so aus. Ihr seht das, da wird Stein für Stein hier alles abgeschnitten, rausgebrochen und so weiter. Und vom Prinzip her nochmal, wenn man das jetzt wieder nochmal so gut sehen kann, da ist so eine Metallplatte, wo der Träger selber drauf liegt. In der Mitte wiederum, sehen wir das, ist quasi luftleerer Raum. Zack. So dass der nämlich in der Mitte sich durchbiegen kann. Das hatte ich in einem Video ja mal erläutert, weil er da drüben an der anderen Position, in der Endposition, auch mit so einer Metallplatte auflegt. Hier oben wurde auch was reingespachtelt. So sieht das aus. Und dann sehen wir das Ganze nämlich hier auch nochmal so ein bisschen mit so einem Netz hier abgedeckt. Von der Innenseite her. Aber ansonsten ist hier auf der Innenseite, soweit ich das sehen kann, nichts weiter passiert. Ja. Jetzt nochmal. Ganz nah in der Aufnahme, da ist die Auflagefläche von dem hier drunter quasi frei, so dass der sich biegen kann. Das ist schon eine Mordskonstruktion, Leute. Was hier jetzt gemacht wurde, Wahnsinn. Wirklich krass. Dann sehen wir uns die Treppe jetzt hier aus dem oberen Bereich aus nochmal an. Sehen wir, zack. Was haben die gemacht? Ist das so ein Laufbrett, wo sie drüber gehen? Ich weiß nicht, ich habe es nicht gesehen, wie sie gearbeitet haben. So sieht das hier auf jeden Fall aus. Stufe für Stufe dort oben oder da hinten das große Podest und dann hier die anderen Stufen nach unten. Da muss ich mit meinem Gutachter auf jeden Fall nach, bevor hier was gemacht wird, besprechen und gucken, ob hier alles richtig gemacht wurde. Oben angekommen ist natürlich auch nochmal interessant. Wir sehen hier noch diese riesengroßen Klammern, die hier dran gesetzt wurden. Habt ihr in der letzten Videos auch gesehen. Ansonsten ist hier jetzt nichts mehr passiert. Wir gehen aber mal da drüben kontrollieren, ob sie da die Eisen noch nachträglich reingemacht haben. Weil in den nächsten Tagen, wenn wir sehen, jetzt kurz vom Wochenende, soll nämlich auch noch hier der Beton jetzt endlich mal kommen und dementsprechend der Ringanker gegossen werden. Ja, das wäre schon mal gut. Dann hätten wir endlich mal dieses Thema durch, damit natürlich der Zimmerer irgendwann hier endlich mal den Dachstuhl drauf machen kann. So dass hier auch irgendwann mal ein Dach drauf kommt und die Bude
wetterfest ist. Das ist es ja, wo ich ein halbes Jahr jetzt quasi drauf warte. Das ist schon unfassbar lange, lange Zeit, Leute. Kannst du dir nicht ausdenken. So, noch ein Stückchen weiter. Dann sind wir nämlich da. Oh, kein Cut hier. Na? Hier war das ja okay gemacht. Wir sehen das. Abstandshalter, diese kleinen Ringe, sind hier reingesetzt worden. Unten drunter sind sie auch. Zack, zack, zack. Überall die Eisen sind rum. Und dann hatten wir ja beim letzten Mal das gesehen, dass da was gefehlt hatte. Aha, ja, haben sie gemacht. Das ist doch wunderbar. Sieht doch gut aus. Da haben sie auch eine Abstandshalter in richtigen mehreren Positionen. Die waren nicht alle da, wenn ich das richtig im Kopf habe beim letzten Mal. Aber das sieht jetzt auf jeden Fall besser aus. Und wie gesagt, die zwei Eisen haben sie noch dazu gemacht. Sehr schön. Okay. Eine Sache ist mir draußen noch aufgefallen. Hier hat irgendeiner ein bisschen was versucht reinzuschmieren in nämlich diese Griffstücke, die ja hier fälschlicherweise an der Seite offen sind, so wie auch an zahlreichen anderen Stellen, wo der Verputzer das machen soll. Aber jetzt guck mal, was da passiert ist. Da ist das Zeug, was auch immer da reingeschmiert wurde, schön wieder rausgelaufen. Das spricht Bände. Also wirklich der Knaller. Hätte man die Steine einfach sauber richtig abgeschnitten, dann hätte man dieses Problem gar nicht. Wisst ihr? Auch noch, dass ja hier die zwei Nuten halt frei sind. Das ist halt unnötig. Das ist halt absoluter Quatsch. Und so ist das halt auch nicht vorgesehen im Baubuch von Yutong, dass man das so macht.